Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über das Vereinfachen von Wurzeln bzw. das Wurzelziehen. Vielleicht fangen wir einfach erstmal damit an, was ist denn eigentlich eine Wurzel? In den Potenzen-Videos, ich glaube vor allem in Potenzen 3, haben wir darüber ja schon mal gesprochen und da hast du das Symbol schon mal kennengelernt, aber ich male es nochmal hin, wie das tatsächlich aussieht. Also das ist das Wurzelzeichen und das kommt übrigens... Eine Wurzel, ganz korrekt gesprochen, heißt eigentlich auch ein Radix. Und als das quasi erfunden wurde, wurde das mit dem R abgekürzt, mit dem kleinen R. Und daraus ist dann so wohl stückweise das Wurzelzeichen entstanden. Ja, und wir machen einfach mal ein paar Beispiele. Aber vielleicht noch vorher, wenn man von Wurzel spricht, meint man damit eigentlich immer eine Quadratwurzel, also eigentlich steht hier eine 2, das ist andersrum auch gesagt die zweite Wurzel, es gibt natürlich auch dritte Wurzel und vierte Wurzeln und so weiter, aber wenn wir in diesem Video jetzt immer über Wurzel sprechen, dann meine ich immer die Quadratwurzel und eine Quadratwurzel schreibt man der Einfachheit halber eben einfach so, weil die am häufigsten vorkommt und dann kann man sich die 2 einfach sparen, das versteht man eigentlich auf der ganzen Welt so. Okay, dann mache ich auch gleich mit ein paar Beispielen weiter. Und zwar fangen wir mal an mit der Wurzel von 36. So, und das wissen wir ja schon aus den vorherigen Videos. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Ich kann, also das Wurzelziehen ist genau das Gegenteil vom Potenzieren. Das heißt, wenn ich unter dem Wurzelzeichen eine Quadratzahl stehen habe, dann kann ich die aus der Wurzel rausnehmen und dann habe ich die Wurzel gezogen entsprechend. Ja, und das machen wir jetzt mal. Ich zerlege einfach mal die 36. Das ist nämlich nichts anderes als 6 mal 6. Wurzel von 6 mal 6 ist dann eben 6. Und das ist, damit haben wir die Wurzel gezogen. Und so stark vereinfacht, wie es geht. Es gibt natürlich auch kompliziertere Fälle und vor allem mit denen wollen wir uns heute ein bisschen befassen. Nehmen wir mal die Wurzel von 72. So, bei der 36 war es einfach, das war ja schon eine Quadratzahl, da konnten wir direkt die Wurzel ziehen. Bei der 72 ist das ein bisschen schwieriger, das ist keine Quadratzahl. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir die zerlegen können, nämlich in sogenannte Faktoren, also was man hier schon relativ schnell sieht, 36 mal 2 ist 72, das heißt, das kann ich hier schön zerlegen. Ja, und was die 36 ist, das wissen wir schon, das ist 6, aber lass mich nochmal einen anderen Weg dir zeigen, wie man jetzt tatsächlich sich merken kann, wie man diesen Weg gehen kann, um die Wurzel zu ziehen oder die Wurzel zu vereinfachen. Was wir in dem Potenzen 3 Video schon gesehen haben, ist, dass das Wurzelzeichen ist ja nichts anderes als eine Hochzahl von 1,5. Also Wurzel aus 36 mal 2 ist nichts anderes als 36 mal 2 hoch 1,5. So, und aus den Potenzregeln wissen wir mittlerweile auch, dass ich die schön auseinanderschreiben kann. Also ich kann hier tatsächlich schreiben 36 hoch 1,5 mal 2 hoch 1,5. Ja, und jetzt kann ich das auch nochmal andersrum wieder schreiben. Jetzt schreibe ich es wieder als Wurzel. 36, also Wurzel von 36 mal Wurzel von 2. Ja, und jetzt habe ich so schön separat quasi schon die Wurzel rausgelöst, die ich jetzt gleich ziehen kann. Und die kann ich nicht weiter vereinfachen. Und wir haben oben schon gesehen, Wurzel von 36, es ist 6, mal Wurzel von 2 bleibt übrig. Hier brauche ich übrigens kein Malzeichen mehr hinschreiben. Das versteht sich dann direkt so, kann man das auch schreiben ohne Punkt. Wäre aber nicht falsch, wenn du hier auch ein Mal schreibst. Okay, also siehst schon, es ist eigentlich nichts anderes wie eine Erweiterung von den Potenzgesetzen, die wir schon kennengelernt haben und entsprechend auch nicht wirklich schwieriger. Wir machen aber trotzdem noch ein paar Beispiele, weil die Schreibweise ja ein bisschen anders und neu ist mit dem Wurzelzeichen und da hilft Übung, denke ich, immer. Okay, genau deshalb machen wir jetzt mit Wurzel aus 50 weiter.
So, oder ausführlich gesprochen können wir auch schreiben, sagen, die Quadratwurzel von 50. Genau, und wie wollen wir jetzt die Wurzel von 50, wie wollen wir jetzt diese 50 zerlegen, dass wir da eventuell teilweise die Wurzel ziehen können? Was relativ gleich auffällt, ist okay. Wurzel von 50 ist das gleiche wie Wurzel von 25 mal 2, ja. 25 mal 2 ist ja 50, kein Problem. Kann ich wieder separat schreiben, siehe Potenzgesetz aus der Übung hier oben. Also kann ich auch schreiben als Wurzel aus 25 mal Wurzel aus 2. Ja, und jetzt kann ich die Wurzel aus 25 ziehen. Wurzel aus 25 ist eben 5. Ja, also denk immer dran, das umgekehrte Potenzieren ist das. Und Wurzel 2 bleibt uns übrig. Das heißt, das Ergebnis ist hier 5 mal Wurzel 2. Okay, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, Moment mal, wieso habe ich das jetzt in 25 mal 2 zerlegt? Ich hätte es doch auch in, ja, zum Beispiel 10 mal 5 zerlegen können. Da hätte es aber dann eben nicht so schön funktioniert. Also, was du im Endeffekt erreichen willst, ist, dass du die größtmöglichste Quadratzahlen findest, die hier irgendwie drinstecken. Und hier steckt nun mal die 25 drin. Und das funktioniert immer. Und wenn du dann eben diese Quadratzahl rausziehst, kannst du daraus schön die Wurzel ziehen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die sogenannte Primzahlenzerlegung. Die zeige ich dir am Ende kurz mal. Damit geht es auch immer, auch falls du bei größeren Zahlen mal nicht genau weißt, welche Quadratwurzeln da drin, Entschuldigung, welche Quadratzahlen da drin stecken, gibt es immer noch einen alternativen Rechenweg, der immer funktioniert. Also, aber dieses auf Quadratzahlen schauen und diese zu suchen, hilft auf jeden Fall. Also ich schreibe hier nochmal die Quadratzahlen hin, auf die sich's lohnt zu schauen. Also 1 natürlich, bringt uns aber nicht viel, weil die nichts vereinfacht. 1, 4, 9, 16. 16 ist 4 mal 4, dann geht es weiter mit 5 mal 5 ist 25, 49, 64 und so weiter. Genau, jetzt machen wir mal mit ein paar weiteren Beispielen weiter. 7 mal Wurzel von 27. So, auf den ersten Blick wüsste ich da jetzt nicht, was da für eine Quadratzahl drinsteckt, muss ich kurz überlegen. Aha, ja, da müsste eigentlich eine 9 reinpassen. Also 3 mal 9 ist nämlich 27 und genauso kann ich das auch wieder hinschreiben. Also einfach 7 mal die Wurzel von 9 mal 3. Das kann ich wieder separat schreiben. 7 mal Wurzel aus 9 mal Wurzel aus 3. Ich scroll mal ein bisschen hoch. So. Und es ist gleich. Ja, Wurzel aus 9 ist 3. 7 mal 3 mal Wurzel 3. Und das ist gleich 7 mal 3 ist 21. Also 21 mal Wurzel aus 3. So einfach ist es eigentlich. Und genauso einfach machen wir jetzt auch weiter mit ein paar Beispielen. Okay. Also 9 mal Wurzel aus 18. So, auch hier müsste ich mir jetzt wieder überlegen, in was kann ich jetzt 18 zerlegen, dass ich eine Quadratzahl hier als einen der Faktoren stehen habe. Also 18 kann ich zerlegen in 3 mal 6, aber weder 3, ich schreibe es dann vielleicht kurz hin, 3 mal 6, weder 3 noch 6 ist eine Quadratzahl. Ich könnte es natürlich auch in 1 mal 18 zerlegen, bringt mir aber auch nichts. 18 ist eben auch keine Quadratzahl. Ich kann es aber auch in 2 mal 9 zerlegen und 9 ist eine Quadratzahl und damit hilft uns das. Also schreiben wir hin, 9 mal Wurzel 2 mal 9 ist gleich, und jetzt kann ich es eben wieder separat schreiben, 9 mal Wurzel 2 mal Wurzel aus 9. Hoppala. Ja, und jetzt kann ich die Wurzel aus 9 ziehen, die ist 3, ist gleich 9 mal Wurzel 2 mal 3. Und
abschließen mit der Rechnung 3 mal 9 ist 27. 27 mal Wurzel 2 ist eben unser Ergebnis. Gut. Was haben wir denn noch für Beispiele? Nehmen wir mal 4 mal Wurzel aus 25. So, auch hier überlegen, in was kann man es denn zerlegen? Und bevor man zu blind in die Zerlegung reingeht, muss man sich auch durchaus immer mal wieder fragen, ist es vielleicht schon eine Quadratzahl? Und in dem Fall ist es tatsächlich schon eine. Seht ihr hier oben, siehst hier oben ja nochmal die Liste. 25 ist tatsächlich eine Quadratzahl, das ist nämlich 5 mal 5. Also kann ich hier ganz einfach schreiben, 4 mal die Wurzel aus 25 ist 5 und 4 mal 5 ist 20. Und da kommt tatsächlich alles, so haben wir es sehr schön vereinfacht bekommen. Okay. Wie wäre es denn mit 3 mal die Wurzel aus 29? So, auch hier, die erste Frage wäre, wie kann ich denn 29 zerlegen? Was gibt es denn für Faktoren von 29? Also 1 mal 29 gibt es ja auf jeden Fall schon mal. Und ansonsten gibt es ja eben keine andere Zerlegungsmöglichkeit. Das heißt, 29 ist tatsächlich eine Primzahl. Ne, wenn du dich an das Primzahlen-Video erinnerst, Primzahlen sind immer dadurch definiert, dass sie nur durch sich selbst und durch 1 teilbar sind. Das ist bei 29 genau der Fall. Das heißt, ich bin hier schon fertig. Ich kann hier tatsächlich nichts weiter zerlegen und keine zusätzliche Wurzel ziehen. Das heißt, das war's schon mit der Vereinfachung von 3 mal Wurzel 29. Okay, letztes Beispiel. Nehmen wir nochmal ein bisschen eine größere Zahl. 7 mal Wurzel aus 320. So, hier geht es jetzt schon ein bisschen in die Richtung, dass du ja da die richtige Intuition idealerweise zeigen musst, um die 320 gut zu zerlegen. Das machen wir jetzt einfach erstmal mit Intuition und überlegen mal kurz, passt da eine 25 zum Beispiel irgendwie rein? Nee, passt nicht. Aber eine 16 passt da gut rein. Und jetzt nicht verzagen, das machen wir jetzt erstmal so und direkt im Anschluss zeige ich dir nochmal einen alternativen Weg dafür, vor allem bei großen Zahlen. Also 16 passt hier rein und 320 ist nichts anderes als 16 mal 20. Okay, das ist ja schon mal gut. Dann kann ich hier wie üblich die 16 rausziehen, 7 mal Wurzel 16 mal Wurzel aus 20 und das ist 7 mal 4 mal Wurzel 20, das heißt, das ist dann wieder 28 mal Wurzel 20. So, jetzt sind wir jetzt schon fertig, wir haben jetzt eigentlich die ganzen Schritte durchgemacht wie vorher auch, wir müssen aber immer bis zum Ende fragen, können wir denn die Zahl in der Wurzel noch irgendwie weiter vereinfachen, vielleicht waren wir ja noch nicht fertig und ist tatsächlich so, 20 ist ja auch das gleiche wie 4 mal 5 und 4 ist eine Quadratzahl, das heißt, ich kann ja tatsächlich noch weiter vereinfachen, also 28 ist das gleiche wie Wurzel aus 4 mal 5 und ich spare mir jetzt mal dieses extra rausziehen und nehme die 4 gleich aus der Wurzel raus. Das heißt 28 Wurzel von 4 ist 2 mal Wurzel 5. Das heißt unser Ergebnis ist hier 56 mal Wurzel aus 5. Okay, falls dir das jetzt zu schnell ging oder sich dein Kopf dreht und du sagst, da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass man hier 16 mal 20 draus macht, das können dann noch x-beliebige es gibt hier noch andere Möglichkeiten, wie du die 320 zerlegst und das stimmt auch und es ist auch nicht immer klar, was hier der richtige Weg ist, deshalb gibt es sozusagen idiotensicheren Weg, wie man das auch machen kann und das macht man dann einfach über Primzahlenzerlegung, das machen wir jetzt nochmal als Abschluss für diese Aufgabe, das funktioniert immer, ist aber eventuell ein bisschen langwieriger. Also, was du im Endeffekt machen willst, ist, du willst diese Zahl so lange zerlegen, bis sie nicht mehr zerlegbar ist. Das heißt, bis sie aus ein Produkt aus Primzahlen besteht. Das heißt, du willst es wirklich komplett runterbrechen und fängst mit den kleinsten Zahlen an. Am einfachsten
schaust du erstmal, ob die Zahl durch 2 teilbar ist. Und das ist tatsächlich so. Ich schreibe jetzt mal nicht immer die 7 Wurzel hin, sondern park den. So, warte mal, was machen wir vielleicht weiter unten? Also, wie kann ich denn 320 zerlegen? Ich kann durch 2 teilen. Das heißt, dann hätten wir 160 mal 2. Und 160 kann ich auch noch weiter zerlegen, nämlich nochmal durch 2 teilen. Dann hätte ich hier 80 mal 2 mal 2. Und 80 kann ich nochmal zerlegen. Immer wieder mit der kleinsten teilbaren Primzahl quasi versuchen, wenn das nicht funktioniert, nochmal mit anderen. Also 80 kann ich wieder durch 2 teilen. Das heißt, 80 durch 2 ist 40 mal 2 und die mal 2 mal 2 müssen wir noch runterziehen und behalten. 40 kann ich auch durch 2 teilen. Das heißt, hier habe ich 20 durch 2 mal, Entschuldigung, mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier tatsächlich auch die richtigen Anzahl Zweien hinschreibt. 20 kann ich wieder zerlegen. Das heißt, 20 durch 2 ist 10 mal 2. Ja, und die ganzen Zweier ziehe ich einfach wieder runter. Mal 2, mal 2, mal 2, mal 2. 10 kann ich nochmal durch 2 zerlegen. Das heißt, oder durch 2 teilen. 10 durch 2 ist 5 mal 2. Und die 5 Zweien von oben ziehe ich auch runter. Mal 2, mal 2, mal 2, mal 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Okay, das heißt, die 320 könnte ich auch anders umschreiben in ihre kleinsten, also Primzahlfaktoren zerlegt. 320 ist nichts anderes als, ich schreibe nochmal alles hin, 7 mal Wurzel aus, 5 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Okay, gut. So, und was mache ich jetzt mit diesen Faktorengruppen hier? Also, du weißt ja, dass es hier, es ist ja eigentlich eine Quadratwurzel. Das heißt, ich muss jetzt überall nach Quadratzahlen suchen. Quadratzahlen sind immer dann gegeben, wenn ich die gleiche Zahl mit sich selbst mal nehme. Das heißt, 2 mal 2 ist 4, das ist eine Quadratzahl. 2 mal 2 ist auch 4, auch eine Quadratzahl. Und 2 mal 2 ist 4. Und genau die kann ich jetzt aus der Wurzel rausziehen. Ich könnte es jetzt, könnte ich auch nochmal separat hinschreiben, aber der Einfachheit halber ziehe ich die jetzt direkt raus, ziehe die Wurzel aus 2 mal 2. So, erstmal 7 nochmal hinschreiben. So, Wurzel aus 2 mal 2 ist 2. Und die Wurzel aus 2 mal 2 ist auch 2. Und die Wurzel aus diesen 2 mal 2 ist nochmal 2. Und was bleibt übrig? Übrig bleibt Wurzel aus 5. So, und wenn ich das jetzt zusammenrechne, 2 mal 2 mal 2 ist ja nichts anderes als 8, also 7 mal 8, dann kommt hier raus 56 und die Wurzel aus 5 bleiben übrig. Und siehst schon, ist das gleiche Ergebnis. Kommst genauso zum Weg, ist vielleicht ein bisschen umständlicher, aber ist auf jeden Fall sicher und du kommst damit immer zum Ziel. Damit wünsche ich dir viel Spaß, üb die Sachen einfach nochmal und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.